Vor etwa 14 Tagen waren meine Kumpels und ich gerade dabei, an einen taktiken Text für unseren Auftraggeber zu besorgen. Als ein Geplänkel in unserer Mitte ausbrach. Schändliche Worte, wahrlich, wurde ein ziemliches Blutbad. So geschah es also, dass das geheiligte Buch nie die Hand unseres Wohltäters erreichte. Und jetzt erwartet er das Ding mit doppelter Begeisterung. Dem Gerücht zufolge ist die Bezahlung nicht schlecht und durchaus zur Kenntnis zu sehen. Säcke voller Beute und komischem Magiezeug. Der Band steht nicht weit von hier und der Bibliomane rennt in der Zwischenzeit drillen ins Parkett. Wer ist dieser Büchersammler? Warum hat er sein Interesse an diesem bestimmten alten Handbuch? Pimlico sammelt Bücher einfach nur so. Geheimnisvoll, bizarre, eigentümliche. Egal. Immer wenn er einer eigentümlichen Karte, Aufzeichnung oder einem Buch, wenn er davon erfährt, hat er weite Reisen auf sich genommen, um sie zu erstehen. Immer voller Angst, eine solche Aufgabe jemand anderem zu übertragen. Das hier war das erste Mal, dass er jemanden von auswärts anheuert. Was das Buch selber angeht, ist es mir egal, was sich zwischen seinen Deckeln befindet. Ich werde es nicht riskieren, platt gemacht zu werden, nur um zu wissen, ob es für Elminsters Memoiren oder ein Dritzt Haferbeil-Rezept geschah. Ja, beiden sind wir bereits begegnet in Baldur's Gate 1. Es heißt das Buch des Kassa. Wo ist denn dieses Buch? In irgendeiner Säufer-Grabstelle drüben in den unteren Krypten des Friedhofsviertels. Ist nicht verlassen, aber Gerüchte und Halbwahrheiten jagen nur den jungen und schwachen Schrecken ein. Hält die Neugier fern, denke ich. Gibt es etwas, was wir über diese Grabstätte wissen sollten? Ha, damit haben wir schon ganz andere Sachen als ein paar watschenden Hauttüten, um Korgan Blutaxt von einem königlichen Lösegeld abzulenken. Ein verwegener Ausflug zu einem Haufen Untoter, wie könnte ich da widerstehen? Ja. Wir begleiten euch dabei, diese Krypta von ihren Reichtümern zu befreien. Nun gut, ich muss für die Rettung einer Freundin einen ganzen Schwung Geld sammeln, also schließe ich mich euch an. Wir wollen mit euch oder euren verrückten Ideen nichts zu tun haben. Wir begleiten euch unter einer Voraussetzung, ihr bezahlt uns. Haben im Moment leider keine Zeit. Nehmen wir mal das mit der Freundin. Also Prosit, dann lasst uns zur Krypta ein und zu unermesslichen Reichtum. Ja, wir sollten ihm nicht sagen, dass wir Irenikus jagen oder es mit den Magiern verscherzen, dann gut, los. Ja, Korgan kommt nicht mit uns. Geht's jetzt doch weiter? Brechen wir auf? Nein, ich denke, wir sollten getrennte Wege gehen. Ah, ich muss erstmal meine Füße hochlegen. Wenn ihr mit eurem Rumgeeier fertig seid und eine ernsthafte Tour ansteht, dann könnt ihr euch ja nochmal melden. Bis dahin erhole ich mich ein bisschen in der Kupferkrone. Ja. Na gut, wenn wir unsere Meinung ändern, suchen wir euch da auf. So. Damit haben wir wohl hier alles eigentlich abgeklappert. Und können hier erstmal wieder raus. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor diesen Hundekampf schiebe ich mal etwas auf. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet. Erzählt mir mehr davon. Und jetzt suchen wir mal. Wie spät ist es eigentlich jetzt gerade? Ah, es wird langsam morgen. So, jetzt suchen wir mal, jetzt da wir uns frei bewegen können, den Tempelbezirk auf. Weil Bales kleiner Laufjunge hat uns ja gesagt, dass da was los ist. So. Ja, keine große Herausforderung. Wir haben natürlich auch eine Karte von Tempelbezirk im Abenteuer allerlei, also eine gesamte Karte von Katla uns besorgt. Deswegen wissen wir, es gibt den Tempel des Talos, den Tempel des Helm, den Tempel des Latanda und die Gemeinschaft der strahlenden Herzen. Also eine Vereinigung aus Helm, Tür und Ilmata oder Latanda? Nee, halt, Torm.
Dann gibt's noch hier ein Anwesen und eine bewachte Anlage. Und ein paar Eingänge zur Kanalisation. Ein Schattendieb. Schönes Kind zieht durch die Nacht, hat das Licht im Angst gemacht. Schönes Kind, das Seelenlose. Schönes Kind ist schwarz wie Kohle. Es tut mir leid, aber ich habe wenig übrig für Straßentheater. Schöner Vers, der ist es in Ausdruck an seinem größeren Werk. Ich habe wenig übrig für Straßentheater. Tritt ein in das Dunkel, dort gibt's viel Gemunkel. Bis zum nächsten Morgen wird man dort morden. Tritt ein in das Dunkel, gehetzt, gejagt, gerumpelt, nimm dich in Acht. Bet für dein Leben, sonst wird's dich morgen nicht mehr geben. Wollt ihr etwas? Was soll das alles? Schläft die Straße, die Dunkelheit seht, der Tode seine lyrische Lerche vergeht. Die Schatten, die Gilde durchwandelt den Wald, betrachtet den Krieg, der macht alle kalt. Seht den Fluss von Blut auf dem Kissen, war das ein Freund? Das sollte man wissen. Mitglieder schwinden, die Gilde wird sinken, kämpft mit der Rechten und kämpft mit der Linken. Geht es euch gut? Ihr wirkt verwirrt. Weglaufen geht nicht, euch findet der Krieg. Verfolgt eure Träume, ihr bleibt ohne Sieg. Seht eure Freunde und seht ihren Tod, seht ihre Augen und all diese Not. Fliehen geht nicht, nur teilnehmen oder sterben. Ich sehe es vor mir, den Tod, das Verderben. Weglaufen geht nicht, euch findet der Krieg. Weglaufen geht nicht, euch findet der Krieg. Ahaha. Gut. Und ja, ich halte mal die Gruppe zurück. Hört mir zu, meine Brüder und Schwestern, und achtet meine Worte. Wir wurden als die Empfänger eines gar hochheiligen Wunders ausersehen. Ein Wunder, das man weder ignorieren noch abtun kann. Okay, ein Prediger? Mir, Gal. Mir, dem die Gnade erwiesen wurde, seine Augen zu verlieren. Mir wurde die Wahrheit gezeigt, die den Sehenden verwehrt blieb. Die Götter, die ihr verehrt, sind falsche Götter. Sie sind nur Götzen, die erschaffen wurden, um den Reichtum der Kirchen und der Ketzer zu vermehren. Ihr dürft nicht mehr länger auf sie hören. Haltet ein. Das sind gotteslästerliche Reden. Der Morgenfürst Latanda hat stets seine Mildtätigkeit und Macht offen gezeigt. Seine Gegenwart unter uns steht vollkommen außer Frage. Meint ihr wirklich, Priester? Ich bitte euch alle zu überdenken, ob das, was der Priester spricht, die Wahrheit ist. Nun gut, sein falscher Gott gewährt ihm scheinbar Macht, um Zauber zu wirken. Doch unterscheidet er sich dadurch wirklich von einem x-beliebigen Magier? Eigentlich schon, weil normale Magier benutzen Arcane-Magie und wir Priester, also Kleriker wie Talisa oder Eri, benutzen göttliche Magie. Die ist dann schon ein bisschen anders und zieht nicht die verhüllten Magier auf uns. Ich sage euch, ihr werdet von den Kirchen belogen. Sie behaupten, dass es die Götter gibt. Und in Wahrheit wollen sie nur euer Gold, um es in ihre eigenen Taschen zu stecken. Der ist definitiv so ein Fanatiker. Oh nein! Was ihr da sagt, kann nicht wahr sein. Die Götter haben uns immer beschützt. Stänkerer, das finde ich auch lustig. Glaubt ihr das wirklich? Haben sie euch vor Hungersnöten geschützt? Haben sie euch vor Krankheiten geschützt? Oder dafür gesorgt, dass Harmonie und Frieden auf Faerûn herrschen? Nein, das haben sie nicht. Sie belügen euch und vernebeln eure Sinne, damit ihr die falschen Götzen anbetet, die sie erschaffen haben. Ich habe mich von ihren lügnerischen Augen befreit und kann endlich die Wahrheit erkennen. Ich kann euch die Wahrheit verkünden. Ihr lügt! Ihr lügt! Die Götter existieren! Solche Reden stellen eine abscheuliche Beleidigung der Götter dar. Das werdet ihr teuer bezahlen müssen. Ruhe! Hört euch an, was er zu sagen hat! Ich flehe euch an, verleugnet eure falschen Götter! Sie haben nichts für euch getan!
Lasst sie hinter euch zurück und begleitet mich auf dem wahren Pfad. Dem wahren Pfad des wahren Sehens. Was soll das heißen? Sollen wir uns vielleicht selbst die Augen ausstechen? Das ist nicht euer Ernst. Was sollen wir denn nun machen? An wen sollen wir uns wenden, wenn es keine Götter gibt? Doch, es gibt einen Gott. Einen echten, wahrhaftigen Gott. Das blicklose Auge ist unter uns. Er schenkt den Gläubigen die Gabe, wahrhaftig zu sehen und den Pfad zur Göttlichkeit zu erkennen. Er bietet euch Schutz und Labsal. Hört nicht auf ihn. Er träufelt Gift in unsere Seelen. Was hat euer Gott schon groß für mich getan? Ich bin noch ärmer und bestimmt nicht besser dran als je zuvor. Daran bist du wahrscheinlich selber schuld. Oder irgendein anderer. Sagt es ja nicht in diesem Tonfall mit dem Priester zu sprechen. Ihr werdet die Götter erzürnen. Hört ihr nicht, was er sagt? Es gibt keine Götter, die beleidigt werden könnten. Ich schlage vor, wir schauen mal, was dieses blicklose Auge anzubieten hat. Ja, die naiven Narren. Jawohl. Ich wünsche zu sehen. Aber nein, meine Freunde. Glaubt mir, ihr wollt nicht sehen. Vergesst doch, was Jahre voller Lügen eure Augen gelehrt haben. Ihr wollt wissen und ihr wollt lernen. Und das sind die Wahrheiten, die euch das blicklose Auge anbietet. Bisschen klingt das nach Illuminati, aber nach Extrem-Illuminati. Kein anderer dieser sogenannten Götter wird euch ein derartig offenes und wahres Geschenk machen. Kommt! Erlebt das Wunder der Wahrheit! Kommt und seht das blicklose Auge, den wahren Gott, der unter uns weilt. Nein! Geht nicht mit ihm! Ich mache, was ich will. Ich will die Wahrheit. Zeigt mir das blicklose Auge. Ja, zeigt's mir. Nun kommt! Wer wahrhaft zu den Gläubigen gehören und die Pracht des blicklosen Auges, das die Wahrheit bringt, schauen will, möge zu mir kommen. Was macht ihr da? Seid ihr völlig übergeschnappt? Haltet euer Schandmaul, Weib. Also, wenn ihr die Wahrheit nicht sehen wollt, dann ist das euer Problem. Nun kommt schon, meine Gläubigen! Folgt mir! Alles irre. Nein, 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 so geht das nicht. Wir können nicht zulassen, dass die Schwachen im Glauben durch solches Gerede in Versuchung geführt werden. Ja, und hier spricht mal ein anderer mit mir. Sonst bin ich es immer gewohnt, dass der oberste Helmpriester mit mir spricht. Diesmal ist es der Morgenmeister, also ein Latanderpriester. Nein, 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 so geht das nicht. Wir können nicht zulassen, dass die Schwachen im Glauben durch solche Gerede in Versuchung geführt werden. Ihr da, ihr seid sicher auf dem Weg, den Tempel des Morgenfürsten zu besuchen. Ich hätte gern für eine Weile eure Dienste beansprucht, im Austausch für die Gunst des Tempels. Trefft mich am Tempel von Latanda und wir reden weiter. Ich muss die Gläubigen auf das, was getan werden muss, vorbereiten. Kommt bald. Jo. Eine Goldmünze. Fragt nur. Da können wir unsere Gruppe jetzt sammeln. Ich habe halt auch noch nie einen Priester als Mengcha gehabt. Beziehungsweise so eine Mischklasse, also eine Multiklasse. Ja, was haben wir hier alles schon durchgelesen? Der Wirt der Schenke zur Kupferkrone hat mir die Erlaubnis erteilt, die Hinterzimmer seines Wirtshauses zu betreten. Ich frage mich, welche Geheimen? Ja, das kennen wir schon. Ich habe mich mit Korgan zusammengetan, um das Buch von Kasa für einen Sammler namens Pimlico zu finden. Es befindet sich anscheinend in einem Grabmal unter dem Friedhofsviertel. Einer der Krypten führt offensichtlich zu einem tiefer gelegenen älteren Bereich, in dem sich angeblich Untote herumtreiben sollten. Dort ist allerdings auch das Buch versteckt. Irgendeine Art neuer Religion oder Kult hat sich in der Stadt gebildet.
Ihr Gott wird das blicklose Auge genannt. Eine Art Priester, der selbst keine Augen hatte, sprach zu einer Menschenmenge und rief dazu auf, sich von ihrer falschen Sicht zu befreien und sich der Anhängerschaft des neuen Gottes anzuschließen. Nachdem ich Zeuge bei der Ansprache des augenlosen Priesters wurde, hat mich ein Priester des Latanda angesprochen, gebeten, in den Tempel des Latanda zu kommen. Er will sich mit mir über einen Dienst unterhalten, den ich dem Tempel erweisen kann, wenn ich mich bereit erkläre, diesen neuen Kult genauer zu untersuchen. Jo. Morgenritter? Morgenritter. Da liegt ein Schwert rum und du müsstest... Du bist Morgenmeister Krehl, du bist der Falsche. Ich strecke euch die Hand zum Gruße entgegen. Bei dir können wir nur Heiltränke und so erstehen.